Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen, vielleicht nicht ganz so kleinen Let's Play, wobei doch, ich denke schon. Und zwar Homegrown Pet. Auch wieder von Itch.io, wie schon die letzten kleineren Spiele hier. Nur, dass das hier tatsächlich theoretisch länger dauert, denn es hat 21 verschiedene Enden. Laut der Seite von Itch.io dazu. Ich glaube nicht, dass ich alle davon freispielen werde, aber mal schauen, wie viele verschiedene wir rausfinden werden. Und zwar seht ihr diesen kleinen süßen Blob hier. Und den müssen wir füttern. Und zwar haben wir 60 Sekunden dafür, so wie es dort ja auch steht. Aber frag nicht warum. Das ist halt so. Und seine Form verändert sich je nachdem, was wir ihm füttern, denn du bist, was du isst. Und wir pressen mal Enter zum Continuen. Press Button on Keyboard according to the arrow to feed. Okay. Content Warning, Body Horror, Köpfung und teilweise Nacktheit. Okay, ich bin gespannt. Tutorial. Your pet. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Gemüse gibt nicht wirklich viel Nährstoffe, die ihn wachsen lassen. Also Gemüse eher so, wahrscheinlich eher so Magenfüller. Süßes gibt auch nicht viele Nährstoffe, aber macht ihn glücklich und sorgt dafür, dass er dich liebt. Ich fütter dem nur Süßkram. Punkt. Fleisch ist am besten für ihn. Bestimmtes Fleisch weckt seine Urinstinkte. Okay. Ich sehe hier schon, was für Unterschiede es wahrscheinlich machen kann. Nur Fleisch, nur Süßigkeiten, nur Gemüse, gut ausgewogen. Dann ist ja noch die Rede von bestimmtem Fleisch. Wir werden mal sehen. Oh, und es geht direkt los. Ja, komm, Fleisch. Süßigkeiten. Ich gehe all in on Süßigkeiten. Und ansonsten, wenn keine Süßigkeiten, dann Fleisch. 60 Sekunden, ja? Warte mal, was passiert, wenn ich dir den Kopf gebe? Süßigkeiten. Kopf. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ihm Köpfe gebe. Oh, hallo. Wirst du männlicher, wenn du mehr Köpfe kriegst? Oh, Zeit um, schade. Das jetzt, aber hallo. Hallo. Dein Haustier ist sehr schnell gewachsen und hat angefangen, eine humanoide Form anzunehmen. Ja, das sehe ich. Seine humanoide Form ist sehr deutlich. Fast schon so wie ein normaler Mensch. Nur weiter unten ist dieser bestimmte Mund, der sehr schwer zu verstecken ist. Also machst du einfach eine Mumie aus ihm. Funktioniert ganz gut. Jetzt musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, wie du die Körper zu ihm trägst oder den Körper. Sind wir Meuchelmörder? Und au, deswegen Köpfe. Wir verfüttern unsere Opfer an ihn. Ah. Weil er sofort seinen Job erledigen kann und den Körper beseitigen kann, während er an deiner Seite ist. Es ist wirklich sehr zeiteffektiv. Er fing an, mit mir zu reden, als wäre ich ein Mensch, statt einfach nur zu gurgelnde Geräusche zu machen. Und sprach von sich selbst als Hector. Oh. Ah! Melli mag Hector. Die Arbeit so auf die Art zusammen zu erledigen, verschafft ihm mehr Zeit mit dir. Und er redet deswegen oft mit dir. Entweder aus Neugier oder reiner Langeweile.
Er fragt dich ein paar Mal, was du von weißer Schokolade hältst. Weiße Schokolade ist. Das ist keine Schokolade. Schokolade muss braun sein. Zartbitter ist gut. Je mehr Kakaoanteil, umso besser. Hector, merkt ihr das? Weiße Schokolade ist bäh. Er interessiert sich fürs Kochen und fängt irgendwann auch mal an, darüber zu lesen. Er fragt dich, ob du vielleicht ein bisschen extra jagen könntest, weil er ein wirklich starkes Verlangen nach Fleisch hat. Du willst keine extra Missionen annehmen, weil das verdammt anstrengend ist. Also versuchst du ihm eine andere Lösung zu geben. Du fängst an, ihm Süßigkeiten anzubieten. Und das hat auch schon beim letzten Mal, als du es versucht hast, gut funktioniert. Also wird es auch jetzt funktionieren. Natürlich tut es das. Und von diesem Tag an packt ihr immer einmal im Monat oder regelmäßig eine Dessertparty auf euren Kalender für dich und ihn. Ende H. Dessert. Okay. Ich glaube, ich habe spontan eines der besseren Enden bekommen. Oh, Final Score 450. Was ist denn der Highscore? Essenspunkte 270. Glücklichkeit 200. 8 mal Fleisch, 0 Gemüse, 20 Süßigkeiten. Mehr Fleisch, weniger Süßes? Menschliches Fleisch 17. Mehr menschliches Fleisch, weniger Süßigkeiten? Kann er noch menschlicher werden optisch? Oh komm, wir versuchen es nochmal. Ja, kennen wir. Fleisch. Nur Fleisch. Okay, und Süßigkeiten, wenn kein Fleisch. Mann, gib mir Fleisch. Mehr Fleisch. Viel mehr Fleisch. Ja, Köpfe. Ich will Köpfe. Köpfe. Hallo Hector. Ich will Köpfe, Alter. Gib mir Köpfe. Ich glaube, je mehr Köpfe, umso menschlicher wird er. Oh, Köpfe, rein mit den Köpfen. Hau rein die Köpfe. Oh, eigentlich wollte ich nur Fleisch geben. Egal. Köpfe. Ja, komm, ab und zu mal was Süßes. Köpfe. Keine Köpfe mehr für mich? Köpfe. Okay, ich glaube, mehr als so kann er sich gar nicht mehr verändern. Ne? Schade aber auch. Ich meine, noch mehr Köpfe geht ja schon fast nicht. Ja, wuchs sehr schnell. Das hatten wir ja schon, bestimmter Mund. Also machen wir eine Mumie aus ihm. Ja. Ja, er nennt sich selbst Hector. Ich glaube, ist das wieder dasselbe Ende? Ja, weiße Schokolade, kochen, starkes Verlangen nach Fleisch, ja, Süßigkeiten. Ich glaube, das ist wieder, ja, es ist wieder dasselbe Ende. Okay, also wirklich 18 Fleisch, 11 Süßigkeiten, 30 Menschenfleisch. Vielleicht wirklich gar keine Süßigkeiten, sondern statt Süßigkeiten dann Gemüse. Gemüse. Fleisch. Gemüse. Fleisch. Köpfe. Sobald Köpfe kommen, geben wir Köpfe. Keine Süßigkeiten. Nichts Süßes für dich. Süßes ist ungesund. Nein! Ach Mann! Fuck! Na egal, einmal Süßes wird schon nicht schlimm sein. Nicht so einfach, hier so schnell wie möglich zu reagieren mit den Pfeiltasten und dann das Richtige zu drücken. Nein! Fleisch, nicht Gemüse. Fleisch ist mein Gemüse. Also Fleisch ist sein Gemüse. Okay. Er hat einmal was Süßes bekommen. Ja.
Vielleicht haben wir aber diesmal trotzdem was anderes. Er hat nur einmal was Süßes bekommen. Ja, er nennt sich selbst Hector. Solange er die Körper ist und keine Spuren zurücklässt, kann er sich nennen, wie er will. Nicht nur das, er hat auch Manieren wie ein Mensch. Also er benimmt sich auch wie ein Mensch, so. Er ist gut erzogen. Sodass ich glaube, dass niemand auch nur im geringsten daran zweifeln würde, dass er nicht menschlich ist. Aber du befürchtest, dass er vielleicht anfangen könnte, hinter deinem Rücken zu morden. Und da du nicht willst... Und du willst nicht, dass er Leute, die keine Zielpersonen sind, in Fleischklumpen verwandelt, weil das könnte schon stressig werden. Macht er alles selber. Jetzt brauche ich doch mal kurz meine Superwaffe, den Übersetzer. Was ist denn Reprimand für ein Wort, bitte? Kennt das irgendjemand? Hallo, Übersetzer, Handy, mach schneller. Geht sofort weiter. Und natürlich verweist du ihn darauf, weil vermisste Leute schnell die Polizei alarmieren könnten. Und das könnte die Mission sogar noch schwieriger machen. Er scheint das zu verstehen und sagt dir, dass er dann eben etwas anderes jagen muss, um sein Verlangen zu stillen. Du schlägst ihm Tiere vor. Es gibt zwar nicht viele Bären oder Wildschweine hier, aber eine Menge Ratten und wilde Katzen. Ende I. Starkes Verlangen. Okay. Final Score 580. Food Point 490. Nur 10 glücklich. Ja, ich nicht glücklich, wenn er kein Süßi kriegt. Okay. Mal gucken. Kriegen wir noch was anderes? Ist ja jetzt nicht so, dass das Video so kurz sein müsste. Machen wir mal nur Gemüse. Nur Gemüse. Gemüse. Und wenn kein Gemüse kommt, nehmen wir Süßigkeiten, sofern Süßigkeiten kommen. Mal gucken, was dann bei rauskommt. Wahrscheinlich bleibt er einfach so, weil Gemüse bringt ihm ja nichts. Ah. Verklickt. Gemüse. Nur Gemüse. Dein Tier zu füttern. Nun hat er die Größe eines Hundes. Aber eines kleinen Hundes. Aber voll süß. Voll schnuffig. Groß genug, um die Leichen zu fressen, aber klein genug, um der Polizei zu entwischen. Auch wenn es ihnen ganz schön Zeit kostet, sein Essen zu verschlingen. Du wirst ihn wahrscheinlich für eine Weile behalten, weil er mit der Größe außerdem auch sehr süß ist. Ja, auf jeden Fall. Du fragst dich, ob du ihn mit bestimmtem Fleisch gefüttert hast. Vielleicht nimmt er ja die Form an mit dem, was du ihm fütterst. Ende B, Hund. Aha. Okay. Was ist, wenn wir ihm gar nichts geben? Also mal angenommen, ich lasse die 60 Sekunden jetzt einfach verstreichen. Das sind ja nur 60 Sekunden, was ist schon so schlimm dabei, ne? Und ich gebe ihm gar nichts. So wirklich nichts, nichts. Mann, 60 Sekunden sind doch ganz schön lang, wa?
die Zeit schon um? Noch nicht? Schade aber auch. Jetzt ist die Musik im Hintergrund gar nicht mal so schlecht. Gott sei Dank, gleich geschafft. 3, 2, 1. Na, du hast versucht, dein Tier zu füttern. Eigentlich nicht, ich hab's gar nicht gefüttert. Aber lief nicht ganz so, wie du es dir gedacht hast. Es hat sich nichts verändert bei seiner Größe. Nun, zumindest hat er Taschenformat. So kannst du ihn in deiner Jackentasche mitnehmen, während du nach einer geeigneten Mahlzeit für ihn suchst. Du solltest ihn mit mehr Fleisch füttern, wenn du willst, dass er zu etwas Großem wird. Ende A. Winzig. Okay. Ja, Score 0. 0, 0, 0, 0, 0. Mit mehr Fleisch. Wenn wir ihm Fleisch geben, aber nur normales Fleisch, kein menschliches, was kommt dann raus? Und sonst Gemüse. Und keine Süßigkeiten. Wir versuchen eben mal wirklich keine Süßigkeiten. Und ansonsten Fleisch. Fleischiges Fleisch, aber kein Menschenfleisch. Nein. Okay, das sieht interessant aus. Das lasse ich mal durchlaufen. Ich will wissen, was dann rauskommt. Ich meine... Oder ist es safe, ihm noch ein bisschen was zu geben? Nur so ein bisschen. Ein bisschen? Nicht verändern, bitte. Genauso bleiben. So. Reicht. Punkt. Mehr nicht, sonst wird er zu fett. Ist das diese teilweise Nacktheit, von der gesprochen wurde? Ich meine, es sieht sehr nach Muskelfleisch aus. Was haben wir jetzt? Okay. Dein Tier ist sehr schnell gewachsen. Er hat seine Originalform angenommen. Ja, während er gleichzeitig auch eine humanoide Form angenommen hat. Du glaubst, dass er vielleicht einen inneren Konflikt hat zwischen dem, was er denkt, was er sein sollte, und was er sein will. Aber dir könnte die Philosophie dahinter nicht egaler sein. Jedenfalls vernichtet er die Leichen, ohne eine Spur zu hinterlassen. In so einer Form, in dieser Form steckt er allerdings in der Wand fest, wie ein verwurzelter Baum. Seine fleischigen Auswüchse bedecken die ganze Häuserwand. Er spricht summend, also in Summtönen. Oder ein Mums. Du kannst hören, wie er sich selbst Hector nennt. Trotz seiner Form ist er sehr ruhig. Er ist eins mit der Wand geworden. Es ist ein bisschen unangenehm zu sehen, dass deine Häuserwand jetzt Augen hat, die ganze Zeit dich anstarren. Aber er beschützt die Wand vor Termiten. Das ist doch ein Plus. Ending K. Eldritch. Was war denn Eldritch? Eine Entität oder so einfach nur? Moment. Mein Englisch verlässt mich manchmal. Google sagt unheimliche Magie. Wir haben also unheimliche Magie als, ich bleib lieber bei Entität, das klingt irgendwie besser. Null glücklich.
Also wenn wir ihm keine Süßis geben, dann wird er nicht glücklich. Mich würde interessieren, ob er noch andere Formen hat. Kriegen wir ihn nochmal zu der Form von eben in etwas glücklicher. Also erstmal zu der Form hin und dann Süßigkeiten. Gut, zwischendurch auch schon Süßigkeiten. Ja. Süßigkeiten. All in an Süßigkeiten. Mal gucken, ob wir dann vielleicht ein schöneres Ende für ihn kriegen. Dann hängt er zwar immer noch in der Wand fest, ist aber glücklich. Und die Zeit ist um. Ja, er steckt wieder natürlich in der Wand fest. Ja, könnte das nicht egaler sein. Ja, bedeckt die ganze Wand. Und hallo. Ja, es ist... Der Weg ist schon richtig, aber der erste Hector gefiel mir besser. Er kann nirgendwo hingehen, ohne die Polizei zu alarmieren. In dieser Form. Also bleibt er einfach an einem Platz die meiste Zeit. Du gibst ihm Bücher zu reden, zu lesen, während er auf deine Rückkehr wartet von der Arbeit mit Leichen, die er für dich beseitigt. Überraschenderweise, selbst in dieser Form, ist er sehr vorsichtig im Umgang mit den Büchern und lässt keinen einzigen Kratzer zurück. Außerdem mag er Süßigkeiten als Snack. Er löst sie mit seiner Zunge auf, oder lieber mit seiner Zunge auf, als sie einfach nur mit den Zähnen zu zerkauen. Ende J. Bookworm Half Eldritch. Okay. Geht da noch mehr? Geht da noch mehr? Wir versuchen es mal. Was ist, wenn ich versuche, es gut auszubalancieren, aber trotzdem keine Köpfe? Ich bräuchte Fleisch. Bitte. Danke. Ja, jetzt haben wir wieder einen Hundi. Keine Köpfe. Pfui, keine Köpfe. Keine Köpfe. Sag mal, kann mal einer den Kopf da wegnehmen? Danke. Ja. Kann ich noch eine andere Form kriegen, bitte? Geht das? Nein! Ah, oh, da war doch ein Kopf dabei. Verdammt. Ich wollte ihm doch keinen Kopf geben. Schwer verklickt. Oh! Ah! Andere Form! Andere Form! Warum freue ich mich darüber? Ja, dein Tier ist sehr schnell gewachsen. Zu schnell, um ehrlich zu sein. Es wurde zu groß für das Gebäude und die ganze Stadt. Und schon bald war alles mit Fleisch und Tendrils. Wucherungen. Alles war mit Fleisch überwuchert, so. Seine Augen sehen dich an. Es ist schwer, seinen Gesichtsausdruck zu lesen. Er ist wie ein verwurzelter Baum. Seine Zähne zerreißen die Leichen mit Leichtigkeit in kleine Stücken und nehmen sie in sich auf, wo er sie wahrscheinlich auflöst. Oh, hallo. Ja, das ist auch in Ordnung. So ein bisschen. So. Aber der erste Hector gefällt mir noch am besten trotzdem.
Ja, er spricht in er spricht in Hums und er nennt sich selbst Hector. Und es ist sogar klar, dass er sich einen Mund formen konnte zum Sprechen. Aber es scheint so, als würde er trotzdem diese Art der Konversation bevorzugen mit den Hums. Trotz seiner Form ist er sehr ruhig. Wenn du nah genug an ihm dran bist, kannst du etwas in ihm schlagen hören, fast so wie ein Herz. Er hat deine Mission einfacher gemacht. Er ist so, es fällt ihm so wesentlich leichter, dein Ziel zu lokalisieren. Und innerhalb von Minuten, bringen seine Wucherungen dir den Kopf deines Ziels einfach mit. Aber natürlich erregt er die Aufmerksamkeit der Polizei. Er hat versucht, mit ihnen zu reden, aber sie wollten natürlich nicht zuhören. Es endet in einem Massaker und er hat sie gefressen. Zu seiner Verteidigung. Es war nur Selbstverteidigung, da sie schließlich auch versuchten, ihn zu töten. Es sieht so aus, als müsstest du seinen Kern in Form eines kleinen, fleischigen Blobs entnehmen und nochmal von vorne anfangen, bevor sie dich finden. Bevor du das tust, fragt er dich, ob er ein Tiramisu kriegen könnte, wenn du ihn wieder großziehst. Du sagst ja, natürlich. Immerhin könntest du auch ein Tiramisu gerade vertragen. Aber dann müsste ich jetzt nochmal raus. Aber Tiramisu klingt geil. Nein, zu viele Kalorien. Ende, Ende. Sweet Tooth Eldritch Abomination. Okay. Weil wir ihm so viel Süßis gegeben haben. Okay, ich glaube, wie gesagt, alle Enden werden wir eh nicht rauskriegen. Und ich glaube, das reicht ja dann auch. Wir hatten ein paar Enden, wir hatten ein paar Formen. In erster Linie scheinen sich auch die Formen dann halt irgendwann zu wiederholen und nur die Texte zu ändern. Ihr könnt es euch ja selber runterladen. Wie gesagt, gibt es auf Itch.io. Ich glaube, das hat sogar definitiv nichts gekostet. Also ich konnte nicht mal einen eigenen Preis eingeben. Ich habe auf Download geklickt und habe sofort runtergeladen. Ansonsten hat man ja manchmal eher noch so die Option, selber einen Preis anzugeben. Also von daher, fühlt euch dazu aufgefordert, es selber zu spielen und sagt mir doch einfach mal, was ihr so für Enden freigeschaltet habt, noch die mir fehlen. Das war auf jeden Fall, ja, wie hieß es nochmal? Ich hab's vergessen. Das war Füttere deinen kleinen Blob. So nennen wir es jetzt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, ciao.